Das ist jetzt lebensbedrohlich. Ansonsten ist natürlich Alkohol. Bin am Ende mit meinem Leben. Quasi der allererste Schritt, die kritischen Blutungen. Oder sie wurde der länger. Alles, was heil ist, kann natürlich kaputt gehen. Groß genug ist ja relativ. Oder, was machen Sie da? Vielleicht sollten wir da nochmal drüber reden. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Sanitäter Fresh Up. Dieses Mal mit der Anatomie und der Physiologie der Lunge. Ich dachte, der Atmung. Naja, das ist ja die Lunge. Die Atmung hängt ja an der Lunge. Das schaffen wir schon. Ja? Lunge, ja. Atmung. Wir gucken uns das mal an. Pass mal auf. Wenn wir uns das angucken, das hängt nämlich zusammen. Ja? Das ist total faszinierend. Und zwar die Anatomie der Atmung, ja, unterteilt sich in zwei Anteile. Ja? Wir haben die äußere Atmung und die innere Atmung. Ja? Und die innere Atmung, hast du recht, das hat nicht so richtig viel mit der Lunge zu tun, weil die innere Atmung, das ist im Grunde der Sauerstoffaustausch an den Zellen. Ja? Das hat jetzt wenig mit der Lunge zu tun. Ja? Aber die äußere Atmung, da hängen wir effektiv an der Lunge. Ja? Weil was ist die äußere Atmung? Oder was ist überhaupt eigentlich wichtig für die Atmung? Die äußere Atmung ist die mechanische Bewegung unseres Oberkörpers. Ja, die Muskeln unseres knöchernen Thorax können sich zusammenziehen, die dazwischen sitzen, und ziehen den damit so nach außen. Ja? Also die ziehen den an, heben den an, das Zwerchfell zieht nach unten. Und plötzlich vergrößert sich mein Oberkörper. Man könnte quasi sagen, die Lunge als solche ist faul, die macht eigentlich selbstständig gar nichts, sondern läuft einfach nur passiv dem hinterher, was drumherum passiert. Vollkommen richtig. Ja? Wobei, so ganz macht sie dann nämlich eben doch nichts, sondern wenn diese Muskeln sich wieder entspannen, ja, dann macht die Lunge Folgendes, sie macht sich klein. Ja? In Kleinmachen ist die ganz gut. Die zieht sich wieder fröhlich zusammen. Das heißt, das Ausatmen ist eigentlich meistens eine passive Bewegung. Das können wir ein bisschen unterstützen. Wenn wir die Bauchmuskeln anspannen, sofern wir davon welche haben, kriegen wir das zum Beispiel hin. Ja? Dann können wir so ein bisschen Druck erhöhen und dann können wir schneller ausatmen. Aber normalerweise, mein entspanntes Ausatmen ist doch eine sehr passive Sache, die aber von der Lunge durchgeführt wird sozusagen. Ja? Und damit das Ganze funktioniert, haben wir dazwischen noch den Pleuraspalt. Das ist ja im Grunde so gewesen, wir erinnern uns, vielleicht an der Lunge außen draufgeklebt ist dieses Lungenfell. Das ist so richtig miteinander verwachsen. Ja? Und dann haben wir den Thorax und von dem dann Thorax von innen dran geklebt ist das Rippenfell. Genau, ja? Die heißen übrigens nicht Fell, weil es pelzig ist, sondern aus antiken sprachlichen Gründen gemeint ist damit eigentlich nur, dass es sich um eine Art Haut handelt. Genau. Ja. Und das handelt sich um eine ganz besondere Art von Haut, nämlich das ist eine sogenannte seröse Haut. Ja. Und die heißt seröse Haut, weil die produziert ein Serum. Ja. Allerdings kein Wahrheitsserum, sondern so eine ganz schmierige, schleimige Flüssigkeit. So ein bisschen, ja, wie Gleit. Öl im Getriebe oder so, ja, und sorgt dafür, dass wir dazwischen eine Verschiebeschicht haben. Zwischen also dem Lungenfell und dem Rippenfell, ja, haben wir dann diesen Spalt, ja, da ist diese Flüssigkeit drin und das hat einen total niedrigen Reibungswert und kann sich total schön verschieben, ohne dass da was kaputt geht. Ja? Ja, sonst und, würden wir auch einfach nur vom Atmen quasi wund werden. Genau, ja, genau. Also, genau. Richtig, stimmt. Irgendwie so bedacht. Und diesen Spalt, der ist relativ wichtig, da werden wir bestimmt nochmal drauf zu sprechen kommen, den nennen wir den Pleuraspalt, ja, weil eigentlich das Lungenfell und das Rippenfell nennen wir eigentlich Pleura und dann zwei Anteile der Pleura, ja, und das dazwischen ist dann der Spalt und deswegen ist das der Pleuraspalt. Genau. Letzten Endes kann man sich das so ein bisschen vorstellen, wer das schon mal gesehen hat, man kann so zwei Glasscheiben oder auch zwei Platten oder ähnliches nehmen und wenn man die aufeinander legt, Dann fallen die wieder auseinander. Nimmt man aber so einen Klecks Flüssigkeit dazwischen und klebt die aufeinander, dann haften die plötzlich. So ähnlich ist das auch bei uns innen im Brustkorb, dass eben diese im Pleuraspalt dieses Serum, was da ist, zum einen dafür sorgt, dass es eben gut geschmiert ist und sich nicht wundreibt und zum anderen eben auch diese Haftung macht, dass eben, wenn wir einatmen und der Brustkorb sich weitet, die Lunge eben mitgezogen wird. Also es ist Schmierstoff und Kleber in einem, also quasi voll die Multifunktionsflüssigkeit, die sich die Evolution da für uns ausgedacht hat. Hipster. Ja. Ja. Ja, abgesehen von diesem Teil der Anatomie haben wir noch so ein paar ganz andere faszinierende Punkte. Jetzt muss ich das nur noch finden, was ich suche. Und zwar können wir das noch anders unterteilen. Ja, wir können sagen innere Atmung und äußere Atmung. Dann kommen wir auf die Lunge zu sprechen, entgegen deiner Annahme.
Und wenn wir die äußere Atmung genauer auseinander dividieren, dann können wir das noch ein bisschen cooler machen. Und zwar gibt es einen Totraum und es gibt einen, ja, man nennt sich Lebendraum. Ja, aber das wäre eigentlich ganz lustig, wenn man es Lebendraum nennen würde. Und zwar wollen wir ja, was wollen wir mit der Atmung erreichen? Wir wollen mit der Atmung ja Sauerstoff aus der Luft aufnehmen und ins Blut transportieren. Und wir wollen gleichzeitig CO2 ja aus dem Blut abgeben an die Umgebungsluft. Ja, das ist eigentlich alles, wofür wir diese Atmung brauchen. Und das gibt einen ganz kleinen Teil unserer Lunge, der das machen kann. Das sind die Lungenbläschen oder auch Alveolen. Ja, die nehmen also an diesem Gasaustausch teil. Die sind nicht besonders groß. Ja, das sind so ein paar Mikrometer. Aber dafür besonders viele. Genau. Ja. Masse macht's. Ja. Und wenn man die aufrollt, weiß nicht, das wusstest du bestimmt, wenn man die aufrollen würde sozusagen auf die Fläche, dann erhält man eine wirklich nur ein zelldünne ja, Schicht, eine zelldünne dünn. Schicht, aber von der Größe pro Mensch, von der Größe von ungefähr so einem Tennisfeld. Ja, also ein Tennisfeldfläche bei uns verpackt in dieser Lunge, das dafür sorgt, dass eben der Gasaustausch stattfindet. Genau. Und das ist der Teil. Das Problem ist, da muss die Luft irgendwie noch hinkommen. Ja. Ja, wir kehren das ja nicht nach außen, sondern ist ja eigentlich relativ gut geschützt, auch im Oberkörper drin. Und dafür brauchen wir den Weg dahin und das ist das, was wir als Totraum bezeichnen. Tot, weil da eben nicht zum Gasaustausch kommt. Genau. Ne? Also es ist nicht so, dass die Teile unseres Körpers tot sind, aber es ist halt funktional, trägt es nicht wirklich zum Ganzen bei. Es ist halt da, es leitet die Luft weiter, aber die Luft, die da drinnen steht, nützt uns effektiv für den Körper gar nichts. Gar nicht. Also genau, ja, absolut. Und was gehört dazu? Ihr seht es hier schon, eigentlich von Anfang an alles. Also entweder hier der Nasenraum, wenn ihr durch die Nase atmet, der Mundraum, wenn ihr durch den Mund atmet, das vereinigt sich dann im Rachenraum. Ja, da kommt ja der Nasenraum und der Mundraum zusammen. Ja, dann der Bereich, wo der Kehlkopf sitzt. Ja, wo sich das dann auftrennt in Speiseröhre und Luftröhre und man erahnt es schon, die Speiseröhre gehört nicht zum luftleitenden System, die Luftröhre hingegen schon. Ja, die teilt sich dann auf, die Luftröhre. Wir sehen das hier in der Mitte ungefähr bei Nico, ne? Du siehst das ganz gut bei dir um die Ecke. Ja, genau, auf der Höhe. Auf der Höhe mal ja, genau. Ja. Piek's mal rein. Ja. da teilt sich das dann auf. Wir haben hier eine linke Lunge und wir haben eine rechte Lunge. In die beiden Hauptbronchien. Ja, das sind also, das macht so eine Zweispaltung quasi. Auch die nehmen noch nicht dran teil. Die Bronchien teilen sich dann nochmal auf in die einzelnen Lungenlappen. Ja, verschiedene Lungenlappen und dann gibt's da Unterlappen und Unterunterlappen und Oberunterlappen und also vollkommen egal. Da teilt sich das also auf in Bronchiolen und sowas und auch die nehmen alle nicht am Gasaustausch teil. Also wirklich erst da, wo wir im Lungenwesen sind, passiert auch was. Und bis dahin, alle Röhrchen, wie groß oder klein sie sein mögen, die dahin führen, leiten die Luft nur weiter, aber nehmen nicht am Gasaustausch teil und helfen uns auch nicht. Was so ein bisschen im Umkehrschluss auch bedeutet, dass es immer einen gewissen Anteil an Luft gibt, die wir ein- und ausatmen, die uns nicht zur Verfügung steht. Und wenn man jetzt mal gerne Gedankenexperimente macht oder auch gerne zum Schnorcheln in den Urlaub fährt, kann man sich halt überlegen, ne, wie lang kann eigentlich so ein Schnorchel sein, bis ich trotz Atmung ersticke. Denn wenn man diesen Totraum irgendwie immer und immer und immer weiter verlängert, ist man irgendwann an dem Punkt, dass man eben die 500 Milliliter, die wir so ein- und ausatmen, zwar immer wieder ein- und ausatmet, aber es immer die gleichen 500 Milliliter sind, die man einfach nur in diesem endlos langen Schnorchel hin und her bewegt, ohne neuen Sauerstoff aufnehmen zu können. Von daher, Totraum ist etwas, das durchaus wichtig ist und gerade in dem Bereich, wo wir in Richtung Beatmung von Patienten kommen, relevant werden kann, weil wir mit allem, was wir so anschließen an unser Atemsystem, den Totraum tatsächlich auch immer verlängern. Genau. Für den durchschnittlichen Erwachsenen sagen wir so ungefähr 150 Milliliter pro Atemzug sind reine Totraumventilation. Also da bewegen wir, wenn wir 500 Milliliter beatmen, ne, das ist ja immer so unser Daumenwert ungefähr, ja. Dann heißt das, davon kommen 350 Milliliter, das ist jetzt Kopfrechnen, ja, 350 Milliliter kommen tatsächlich in den Alveolen an, das ist tatsächlich Sauerstoff, den ich dann aufnehme, oder enthält den Sauerstoff, den ich aufnehme, und 150 Milliliter schifft ich immer nur in den Totraum hinein und wieder raus. Genau. Ja. Das sollte man dabei so ein bisschen im Kopf behalten und deswegen auch nicht zu wenig beatmen. Ja. Genau. Ja, und eigentlich ist es das schon. Ja, viel mehr können wir zur Atmung, erstmal Anatomie und Physiologie gar nicht so richtig sagen. Ja? Was jedenfalls nicht für uns interessant ist. Also theoretisch könnte man natürlich noch ein abendfüllendes Programm dazu machen, aber
Machen wir dann in Person, wenn uns langweilig ist. Wen das wirklich interessiert, sprecht uns an. Wir können euch zu Tode langweilen. Ja, in diesem Sinne vielen Dank auch, dass ihr dieses Mal wieder dabei wart, wieder eingeschaltet habt. Ja, zur Physiologie und Anatomie der Lunge. Relativ kurz und knackig. Aber die sind ja immer etwas kürzer. Und dann bis zur nächsten Runde. Bis dann.